So, weiter geht's in dieser wundervollen Szene. Wir werden von Fulox bedroht, sitzen zusammen mit den Ältesten. Sie schwitzen alle gleich viel. Sehr angenehme Situation. Können wir die Wasserkelle nehmen? Komm hier nicht weg! Nee. Kohle? Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Ja, dann nehmen wir doch die Schweißperlen so ein bisschen. Hey, was tust du? Hey, das war jetzt kein Versuch, ja? Interpretier da nichts rein. Ich will nur flutschiger werden. Nehmen wir die auch noch? Bah. Und nun? Jetzt sind wir flutschiger. Jetzt haben wir das Handsymbol auch. Oh je. Okay, wir kommen trotzdem nicht weg. Kohle? Rück doch mal! Können wir die nochmal kitzeln? Was? Rück! Ne, die wollen nicht rücken. An ihn kommen wir eh nicht ran. Ne, ne. In die Kelle auch nicht. Flutschiger. Ja, wir sind. Sind wir jetzt nicht flutschig? Ach so, ach, wir können. Ah. Flutschiger geht nicht. Ja, gut, aber jetzt sind wir. Au, heiß. Ah, mhm. Alles klar. Nehmen wir nochmal einen neuen frischen Schweiß. So, schöne Sache. Reiben uns nochmal ein und dann greifen wir mal zur Wasserkelle. Und nehmen dann ein bisschen Kohle. Und eigentlich müssen wir. Ach so, aufs Handtuch. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Ja, und das muss man ein paar Mal machen für ein Achievement. Kohle und plopp. Gut, habe ich aber schon. Was tust du? Ich lote. Nun. Na. Ja. Gut, was können wir denn sonst so machen? Kann ich generell Danke, das Handtuch aber nehmen? Meine Hände sind trocken. Nee. Ja, kommen wir zum Gitter? Nee, so bekomme ich das nie auf. Das sind wir schon auf Elysium, dem prachtvollsten Luxusort. Und was sie sich saunatechnisch leisten können, ist so ein kleiner Quadratmeter. Naja. Nehmen wir die Kohle und schmeißen es durchs Gitter. Was tust du? Auf den Ältesten wollen wir es. Na gut, Handtuch sind so die einzigen. Ach so, Armband. Wieso ist da ein Armband? Zu weit. Können wir ihn festbinden? Hey, findest du das lustig? Na, wir wollten jetzt einfach nicht so wirklich angetatscht werden. Nee. Okay, was bringt mir das, wenn das Armband jetzt da ist? Kann ich die Kohle nehmen? Und dann aufs Handtuch schmeiß? Jetzt jammer doch nicht so rum. Okay. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ja. Tschüss! Hier kommen wir durch. Himmel, oh! Sie sind überall! Jetzt haben Sie Frau Zinkel entdeckt! Schnell, Frau Zinkel! Fliehen Sie! Nein, nicht da rein! Er sieht aus wie ein Gnom. Da geht der Waffelstand. Hi, können wir jetzt tagen? Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Oh. Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Müssen wir alle gleichzeitig dadurch quetschen? Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Oh. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Komm schon. Ja, was reinschieben. Du schaffst das.
Aha. Einfach alles rein. Komm schon. Wenn ich 3 reinschieb, geht 2 raus. Bei 4 geht 1 raus. Bei 5 geht 1. Ich doch die Champagner duschen. Weit raus. Aber bei 3. Ich doch die Champagner duschen. Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Hey. Wir haben keine Zeit. Na endlich. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da jetzt die Strategie dran ist. Zettel. Da, ich hab die Codes. Die zu Sprengcodes, spät. Oder? Sie klettern die Mauern hoch. Schnell. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein. Lest ihr doch vor, ihr sitzt doch. Hä? Moment. Alpha, Beta, Gamma, Zeta? Nicht so schnell, nicht so schnell! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Okay. Wer hat an der Uhr gedreht? Hey, Zimmer. Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Ach, du Scheiße, ein Gezeter. So, jo. System wird vorbereitet. Willkommen, es wurden neue Noten. Sie die Elysium eher in. Ja, ja. Aber erst müssen wir, hier ein bisschen... Ja, Kontakt ja, aufnehmen. Ich von wem? Ich weiß, dass du vorhast, aber du wirst... Ach ja? Ach, es geht auch... Oh. Automatisch. Bitte, was? Okay, ich kann dich nicht. Mach, was du willst. Okay. Alpha, Beta, hey. Gamma... Ich leite dich... Das war... Na, Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code okay, Alpha, ist Alpha, Beta, Beta. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Yay. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los. Schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Und. Cletus? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Ah, da spricht Kind Goal aus ihr. Mein Chronokar.
Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Ja, dann. Wieso können wir Schlegel und... Oh. Was sind das für Dinger? Warte, wieso wurden die nicht reset? Das war noch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fuelogs getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Was haben wir denn? Fuelogs? Lass mal abhauen. Wir können die anschauen, da ist ja schön. Ich habe nichts im Inventar. Brave Fuelogs, gute Fuelogs, überhaupt nicht hungrige Fuelöckchen. Bravo, über... Ja, anschauen bringt nichts. Fuelogs, das sind wirklich ein paar Loks. Kann ich Linksklick machen? Nee. Ach da, verdeckten Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fuelogs überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuelogs zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Hey, ja, dann perfekt. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirn oder Wall. Denk nicht einmal dran. Tja, Bruder, wir müssen los. Und jetzt festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Und nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuelogs werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelogs, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Dass ihr das so schnell glaubt. Was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal einen Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp, na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Oh, wir haben die Rollen vertauscht. Ja, okay, Goal. Dann würde ich mal sagen, lass Abenteuer zusammen erleben. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuelog verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ich wollte nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten? Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Die Person hinten, die bräuchte auch mal unbedingt einen durchgebrochenen Kreislauf. Hier unter meiner Visage wäre theoretisch der nächste Hut zu finden. Schau mal schnell. Oh, ja, hier gibt's einiges zu holen. Okay. Ja, aber wir gucken uns erstmal um. Wir haben den Schrottritter, die Schrottritter und den Professor.
Trompeten können irgendwo lang. Rufus legt sein Solo ein. Ein Magazin haben wir noch. Ja. Und unser Grab. Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Er hat ein Schnabeltierei auf seinem Hut. Ist ja süß.